Moin Anime-Fans, ich bin Ferus und heute werfen wir einen erneuten Blick auf den Reboot von Digimon Adventure. Inzwischen sind 13 Folgen gelaufen, die 14. folgt bald. Das heißt, wir haben inzwischen viel mehr, was wir uns angucken können. Und dazu gehören natürlich neben den positiven Sachen auch die negativen. Und das wird heute das Thema sein, nämlich die Probleme, die Digimon Adventure bisher hat. Und ja, obwohl ich großer Digimon-Fan bin, müssen wir uns auch die Seite angucken. Also, los geht's. Wow Leute, der Reboot von Digimon Adventure ist wild. Seit meinem letzten Video zur Serie ist einiges passiert. Was einige von euch wahrscheinlich sehr freuen wird, ist, dass wir unsere altbackenen Digitation zurückhaben. Nach den ersten 3 Folgen sah es ja anfangs nicht danach aus. Aber kaum sind die Digi-Ritter wieder zurück in der Digi-Welt, gehen wir wieder zurück zu den Wurzeln. Und was soll ich sagen? Sie sehen einfach verdammt gut aus im Jahr 2020. Ja, einfach die ganze Serie sieht fantastisch aus. Und mit jeder Folge, die läuft, entfernen wir uns immer weiter vom Original. Und trotz, dass ich als großer Digimon-Fan bisher jede Menge Spaß an der Serie hatte, gibt es ein paar Probleme, die wir etwas beleuchten müssen. Fangen wir am besten mit dem aus meiner Sicht schwerwiegendsten Problem an. Und das wäre das ultraschnelle Pacing der Serie. Ihr erinnert euch doch bestimmt noch daran, dass sich das Original relativ viel Zeit damit genommen hat, die Bindung zwischen Digimon und Digi-Ritter aufzubauen. Dadurch wurden sie stärker, haben das Champion-Level erreicht und irgendwann viel, viel später dann auch das Ultra-Level. Es ging auch nicht alles von Anfang an glatt. Die erste Ultra-Digitation von Greymon ging ja tierisch in die Hose. Tja, im Reboot ist das super einfach und kaum die Rede wert. Irgendwelche Wappen finden müssen die Digi-Ritter übrigens auch nicht mehr. Ich meine, es ist super cool, dass wir so früh in der Serie die Ultra-Digitation der einzelnen Digimon sehen können. Aber irgendwie verliert es so ihre Besonderheit. Wir kommen von einer neuen Digitation direkt zur nächsten. Und das macht die Serie ziemlich vorhersehbar. Man hätte sich ja durchaus wesentlich mehr Zeit lassen können. Nicht nur um das Bonding zwischen Digimon und Digi-Ritter zu stärken, nein auch zwischen den Digi-Rittern selbst. Denn im Gegensatz zum Original kennen sich die Digi-Ritter hier nicht aus dem Sommercamp. Mit der Ausnahme von Sora, Tai und Izzy. Da hätte ich mir schon deutlich mehr Interaktion untereinander gewünscht. Besonders weil sie auch nicht alle gleichzeitig in der Digi-Welt gelandet sind, sondern zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Ich kann nachvollziehen, warum die Serie das Tempo so drastisch anzieht. Zum einen sind noch nicht alle Digi-Ritter in der Digi-Welt, zum anderen hat man wohl vor, was man aus Episode 5 zumindest erahnen konnte, dass man jedem Digimon auch die Mega-Digitation ermöglicht. Das ist ja etwas, was im Original nur Agumon und Gabumon vergönnt war. Zumindest bis Try. Also möchte man sich wahrscheinlich nicht so sehr auf die Ultra-Digitation konzentrieren, sondern vielmehr auf die Mega-Digitation. Was für mich natürlich die Frage aufwirft, wie Devimon noch als Gegner funktioniert. Außer Devimon bekommt natürlich auch seine eigene Digitation. Ja, natürlich haben wir durch das Original einen Wissensvorsprung und müssen nicht unbedingt alles haargenau erklärt bekommen, warum, wieso, weshalb. Trotzdem fühlen sich die ersten Folgen dadurch nicht weniger überhastet an. Ein weiterer Kritikpunkt, besonders auch bei den Fans, ist die Overpoweredheit der Ultra-Digitation. Nehmen wir den Kampf Greymon gegen Metall Tyrannomon als Beispiel. Greymon auf den Champion-Level hatte zusammen mit Tai absolut gar keine Schnitte gegen Metall Tyrannomon. Sie wurden durch die Gegend geschleudert und sind sogar explodiert. Kein Kratzer konnten sie Metall Tyrannomon anhaben. Eine fantastisch aussehende Ultra-Digitation später zu Metall Greymon und schon war Metall Tyrannomon ein Witz. Und nach diesem Schema funktioniert tatsächlich bisher jede einzelne Ultra-Digitation. Eine Zusammenarbeit aller Digimon und Digi-Ritter fehlt bisher fast komplett. Hier hätte tatsächlich viel Potenzial für die Spannung drin gesteckt, was nicht genutzt wurde. Trotzdem gibt es Momente, die deutlich hervorstechen. So gehen die Digi-Ritter strategischer vor als noch im Original. Dort wurde in den meisten Fällen einfach drauf losgerannt. Im Reboot überlegen sie sich sogar Taktiken, wie sie gegen den Gegner ankommen können. Und das ist einfach klasse. So sind die Diskussionen von Tai und Matt nicht mehr ganz so kindisch, sondern auf einem höheren Level. Und sie gestehen sogar Fehler ein. Das war eine Tatsache, die mich im Original immer etwas gestört hat. Auch wenn Tai und Matt eine Art freundschaftliche Rivalität verbindet, war es beim 50. Mal einfach nur noch nervig, wenn sich die beiden in die Haare bekommen haben. Nichtsdestotrotz fehlt es mir bisher etwas an emotionaler Tiefe bei den Charakteren. Man merkt den Digi-Ritter nicht mehr die psychischen Strapazen an. Sachen von richtig oder falsch werden von den Charakteren nicht hinterfragt. Und in einer Folge stirbt ein freundlich gesinntes Digimon, welches Mimi gerettet hat, was sie auch deutlich mitnimmt, aber in der nächsten Folge ist das alles vergessen. Versteht mich bitte nicht falsch, ich liebe Digimon und auch den Reboot. Die Serie geht ihren komplett eigenen Weg. Und die Erzählweise der Geschichte könnte auf was Großes hinauslaufen. Und ich bin wirklich gespannt, welchen Weg der Anime einschlagen wird, sobald die Schema-F-Episoden abgefertigt sind. Deswegen wird es auf diesem Kanal natürlich auch weiterhin Digimon Adventure-Videos geben. Die jeweils neueste Folge von Digimon Adventure könnt ihr übrigens bei Crunchyroll ansehen. Falls ihr eine Woche warten könnt, dann auch kostenlos. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr bisher von dem Reboot haltet. Falls ihr es noch nicht getan habt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, falls ihr kein weiteres Video von mir verpasst. Wollt. Wir sehen uns das nächste Mal auch schon wieder. Bis dahin sage ich Sayonara!